Hallo allerseits. Zum Thema 3D-Fenster in GeoGebra. Öffnen wir es zuerst durch Ansicht 3D-Grafik. Klick. Das 3D-Fenster präsentiert sich in dieser Form. In drei Dimensionen können wir genauso arbeiten wie in zwei Dimensionen. Zum Beispiel geben wir einen Punkt ein durch seine Koordinate 1,2. Aber Vorsicht, im 3D-Raum gibt es auch ein Lot, Komma zum Beispiel 3, Enter. Geben wir einen zweiten Punkt ein, B mit Koordinate zum Beispiel -1,0,4, Enter. Und genauso wie in zwei Dimensionen können wir die Gerade AB so zeichnen. Jetzt lassen wir das Ganze mal drehen, Klick. Und erkennen, dass das Ganze effektiv in drei Dimensionen angezeigt wird. Um die Animation zu stoppen, klickt man einfach irgendwo in diesem 3D-Fenster. Klick. Man kann das Ganze auch manuell bewegen, je nach Belieben. GeoGebra zeigt standardmäßig diese graue Ebene an, die gebildet wird durch die X- und durch die Y-Achse. Ich persönlich mag die nicht so sehr, man kann sie hier ausschalten. Jetzt blenden wir mal diese Objekte aus und nutzen wirklich den 3D-Raum, in dem man auch Quadriken eingeben kann. Zum Beispiel den Ellipsoiden x² geteilt durch 6 plus y² geteilt durch 4 plus z² geteilt durch 2 gleich 1, Enter. Und da haben wir einen Ellipsoiden. Drehen wir das Ganze nochmal. Sehr schön, oder? Ich stoppe das Ganze, blende auch den Ellipsoiden aus und gebe jetzt einen Paraboloiden ein. Zum Beispiel einfach durch x² plus y², Enter, und da ist er auch schon, der Paraboloid. Geben wir zum Vergnügen noch einen hyperbolischen Paraboloid ein, zum Beispiel x² geteilt durch 2, minus y², Enter. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal und sehen, wir können unserer mathematischen Fantasie freien Lauf lassen. Jetzt schaut, was mit dem 3D-Fenster geschieht, wenn ich dort oben links von dem Kreuz parke, dann erscheint da ein Rechteck, ich klicke mal drauf, klick. Und so haben wir das 3D-Fenster etwas kleiner auf dieser Seite. Hier ein Beispiel. Wir haben einen Würfel. Die Kanten, die von vorne nicht zu sehen sind, sind automatisch gestrichelt. Und wir werden hier eine Ecke von diesem Würfel abtrennen. Per Schieberegler kann ich hier die Größe dieser Ecke, die wir abtrennen werden, einstellen. Und Vorteil der drei Dimensionen ist, ich nehme jetzt diesen Punkt P und ziehe diese Ecke da effektiv vom Würfel weg. Jetzt drehen wir mal das Ganze und wir beobachten, wie diese versteckten Kanten sich in der Darstellung verändern, wenn sie sichtbar werden. Beobachten wir das? Das geht in GeoGebra automatisch. Die Kanten, die sichtbar sind, sind durchgehend gezeichnet und die Kanten, die versteckt sind, sind automatisch gestrichelt gezeichnet. Ich finde das ganz große Klasse. Hier kann ich noch den Schwerpunkt von diesem Dreieck CFA einzeichnen lassen und hier den Schwerpunkt von diesem abgetrennten Tetraeder. Man kann sich im 3D-Fenster wirklich amüsieren. Als passende Aufgabe schlage ich vor, diese Kugel zu zeichnen, sowie auch diesen Zylinder, der sich teilweise innerhalb der Kugel befindet.
Diese Schnittfläche von Zylinder und Kugel nennt man ein Viviani-Fenster. Ich drehe das Ganze mal. Und wünsche viel Vergnügen beim Nachzeichnen.